Willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Dark Occult. In der letzten Folge sind wir in so einer Art Kultstätte bzw. wie so eine Art Tempel gekommen und haben auf einem Sarkophag dort, so wie es aussieht, die Frau Atkinson getroffen, sprich die Frau, die ich vermutlicherweise denke, welche halt die Hexe ist, die uns halt immer verfolgt. Und diese sieht nicht mehr so gesund aus. So, wir haben uns auf jeden Fall hier umgeguckt und haben halt diese Geheimtür mit diesem Schalter dort geöffnet. Und werden jetzt sehen, was uns in dieser Falltür erwartet. Und ehrlich gesagt, spannend, was uns erwartet. Weil wir sind noch immer in dieser alternativen Realität. Und dafür brauche ich auf jeden Fall einen Schlüssel. Sieht sehr danach so aus, als wenn da drin der Schlüssel ist. Da sind Grafik-Texturfehler. Scheinbar. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Scheinbar hatten es wohl die Entwickler von dem Spiel am Ende ist doch ziemlich eilig gehabt, dass sie jetzt hier solche Texturfehler reingehauen haben. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwie hier reinkommen. Da kannst du auf jeden Fall jetzt erstmal nichts anhaben. Also lassen wir jetzt erstmal die Taschenlampe aus. Ne? Nicht, dass auf einmal dann doch irgendwelche Türen öffnen kann. Ja, zumindest ist sehr bescheiden. So, was erwartet uns hier in dieser Tür? Wir werden sehen. Die Tür ist aufgeschlossen und wir sehen Schwärze. Absolute Schmerze. Ploppt auf einmal diese Tür da auf. Und wir sind wieder hier. Was sagt mir, dass ich jetzt da runterspringen muss? Der Ruhrmann. Alles wird gut. Aber wahrscheinlich müssen wir da unten hin. Echt komisch. Mann, das Ganze macht einfach für mich keinen Sinn. Diese komische, surreale Welt hier. Ist für mich sowas von sinnbefreit eigentlich.
So, sind wir jetzt hier? Es ist alles immer noch so ein bisschen verschwommen. Los, komm, ne? Also trete ich so. Weiter geht's. Und wir sind wieder hier in diesem lustigen langen Gang. Wir sehen dieses Bild von der Frau. Und gucken weiter. Was uns erwarten wird. Was sagt mir, dass ich jetzt da hinten auf diese Tür zugehen muss? Pass auf. Pfui, bah. Ui, lass mich in Ruhe. Was zum Kuckuck? Teufel ist denn hier los? Alter, ey, das ist ja echt. Also, das ist echt krass. Da hängt ein Typ in der Luft, die ganzen Okkultisten stehen da. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich verstehe es nicht. Was passiert in diesem Spiel? Was mir gerade auffällt, so wie es aussieht, scheint hier gerade die Sonne. Wir haben Tag. Also, es sieht zumindest sehr nach Tag aus. Bin nicht ich, das ist irgendeine Videosequenz, die jetzt gerade kommt. Du solltest laufen. Und zwar sehr schnell laufen. Das hat nämlich ganz stark an die Stelle, wo wir das erste Mal auf diesen nackten, gehörnten Typen da gestoßen. Gestoßen sind.
Er hat sich bei mir aufgehangen. Das Spiel hat sich jetzt gerade bei mir dummerweise aufgehangen. Gut, dann muss ich jetzt erstmal an dieser Stelle kurz einen Schnitt machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch nun wieder zurück nach dem Schnitt. So, wie es aussieht, geht's nämlich jetzt hier wieder weiter. Nachdem er diese riesige Hand auf uns eingeschlagen hat und... Ach so, nee, warte, wir müssen das nochmal von vorne machen. Scheiße. Aber gut, dann machen wir es halt einfach nochmal. Ja. Das Ganze hatten wir ja. Dann glaube ich nicht in dieser Tür, sondern in dieser Tür. Genau. Lass mich mal vor. Geht's da runter, wo dann jetzt uns die Okkultisten jetzt begrüßen werden? Uns jetzt wieder hier durch. So, und wir sind jetzt natürlich hier in diesem Flurgang, wo es ja offenbar Tag ist. Also sieht für mich zumindest schwer nach Sonnenschein aus, was jetzt hier rein leuchtet. Es passiert wieder diese Szene. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass jetzt gleich das Spiel nicht wieder abkackt wie gerade eben. Vor dem Schnitt. Aber das kann man jetzt auch gar nicht überspringen, das Ganze. Das ist echt ein bisschen doof. Hilft uns das jetzt weiter? Hängt sich das Spiel jetzt gleich wieder auf? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, und das Spiel hat sich erneut aufgehangen. Für mich ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht die Folge, ja, beenden sollten. Auch wenn es leider scheinbar eine, wie soll ich sagen, vielleicht ein Fehler ist, welches sich nicht beheben lässt und wir das Spiel aufgrund von diesem Fehler leider nicht beenden können. Ich hoffe, dass ich es wirklich
gerichtet bekommen, dass ich das Spiel weiterspielen kann, weil ich möchte gerne wissen, wie es endet und mich woanders irgendwie, boah, das woanders zu gucken, möchte ich jetzt auch nicht. Ja gut, nichtsdestotrotz bedanke ich mich dann auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen, auch wenn es leider wirklich eine sehr kurze und leider aufgrund von Fehler behafteten Folge ist. Hoffe ich, dass das Zuschauen für euch sehr Spaß gemacht hat. Und ja, dann hoffe ich mal, sehen wir uns dann in der nächsten Episode von The Dark Occult. Bis dahin, ciao.